Unter der Erde geht es weiter mit Let's Play Minecraft Xbox 360 Edition. Und ja, wir haben uns ja hier unter der Erde verschanzt, weil wir uns keine Behausung mehr suchen konnten. Und ich höre da oben echt Schritte im Sand. Das heißt, da oben sind ehrlich irgendwelche Zombies oder so, weil ich höre keine Geräusche oder so. Ja, armselig ist das halt hier so unten so ein bisschen, aber was wollen wir tun, ne? Ich glaube, ich guck mal ganz kurz nach. Hallo, hallo, hallo. Sobald er jetzt irgendwer ankommt, ne? Ich schwöre, ich mach das Ding wieder zu. Sobald da irgendwer ankommt. Ich muss nämlich auch wissen, wann es ein Tag und wann es Nacht wird. Aber ich glaube, ich muss mal gucken. Genau, also der Mond steigt gerade erst auf. Das heißt, wir haben... Hilfe! Ah! Oh nein, 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 nein. Puh, ja, nee, da war, hab ich jetzt wahrscheinlich auch gehört, das Skelett. Ja. Unser Schwert ist irgendwie so dunkel. Kann das sein? Irgendwie schon. So, was wollen wir hier unten machen? Wir haben hier unten echt gar nichts. Wir können hier nicht mal einen Kaktus hinstellen, so ein bisschen verschönern. Ich weiß gar nicht, was wir unten machen wollen. Es ist da über unserem Kopf, das Skelett. Ah, ich will hier raus, Platzangst. Naja, was wollen wir hier groß tun unten? Ich bin mir da gar nicht so sicher, was wir unten tun wollen. Aber es ist genau über uns, glaube ich. Es ist genau über uns. Wir können durch uns durchsehen. Sehr schön. Wie wir auch eingequetscht sind, ne? Das mit dir in Sicht lieber. Es ist genau über uns. Ganz leise, sonst entdeckt es uns. Ganz leise, leise, leise. Silent. Ganz ruhig. Ganz leise. Psst. Der kleinste Laut. Der kleinste Laut. Und es wird uns sehr finden. Es ist, kommt aus der Richtung. Ich habe es gehört. Jetzt ist es dort. Es sucht uns. Es scheinen dort noch andere Lebewesen zu sein. Sind es nette oder böse? Ich weiß es nicht. Schweine, Kühe oder Zombies und Skelette. Ein Skelett ist zumindest über uns. Wahrscheinlich, als wir nach draußen geguckt haben, um zu gucken, wo der Mond steht, hat es uns gesehen. Es hat uns erspäht. Aber vielleicht... Vielleicht sollten wir hier wirklich. Wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Wir müssen ganz ruhig sein, sonst kommt das hier oben durch. Können wir hier durchschießen? Nee, ne. Das hat es gehört. Hahaha. Aber ich krieg das. Ich kann das nicht einsammeln, das dem Pfeil, das ist. Hey. Mach mal. So. Wieso kann ich den nicht einsammeln? Oh, 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 oh. Ah, da war's. Habt ihr es gesehen? Ah, verdammt. Ich dachte jetzt schon. Es weiß ganz genau, wo wir sind. Es weiß ganz genau, wo wir sind. Okay, aber solange es da oben bleibt, ist es ganz gut, weil dann wissen wir, wann die Nacht vorbei ist. Sobald man nämlich irgendein Knistern hört von und Knochen knacken, da dann das Skelett verbrennt. Das ist ganz gut. Aber es sitzt da ehrlich oben eiskalt rum, ne? Das wartet da wirklich. Ah, ja, zusammengequetscht auf einem Block. Auf einem Quadratmeter, sage ich ja immer so gern. Wobei, soll das ein Quadratmeter darstellen? Ich finde, realistischer ist es, wenn ein Quadratmeter... Nein! Es ist dunkel. Ich glaube eher, das hier ist mal ein Quadratmeter, oder? Ich würde sagen, das hier ist so ein Quadratmeter. Würde ich mal so behaupten. Ganz grob gesagt. Aber jetzt haben wir mehr Platz auf einem Quadratmeter als auf einem Block. So. Und hier ist Gras. Das bedeutet, wenn wir das wegmachen, dann müssen wir ein Skelett sehen. Nee, doch nicht. Oh, oh, doch. Doch, tun wir. Ah. Da war auch, glaube ich, eine Spinne, oder?
Ich will das gar nicht wissen, ich will das gar nicht wissen. Oh, das ist ein bisschen fail gerade gewesen. Wir können es ja auch nicht wegschleichen, denn wir müssen die ganze Zeit hier durchgraben und irgendwo mit Hoffnung, dass wir irgendwo nicht irgendwo hier Monster uns begegnen. Tja, unter der Erde halt, ne? Oh, ein Wurm! Ah, die spannendste Sache, die man hier unten finden kann. Das gibt's doch nicht, wann ist denn das Ding endlich mal weg? Zack. Ich glaube, da war gerade eine Spinne, oder? Ich finde es sehr schön, dass man die auch einsammeln kann, die Pfeile. Das gab es ja auch nicht immer. Das wurde ja auch erst geupdatet. Ja, da oben ist noch eine Spinne, na geil. Ich bin hier unten ganz allein. Oh, Stein. Man weiß ja nie. Oh, das war Eisen. Nee, ich wollte gerade sagen, man sollte nie nach unten graben gerade. Sollte man auch nicht, das rate ich euch auch nicht. Ich bin kein Vorbild. Okay, ansonsten haben wir auch nichts. Wir können ja ein bisschen minen gehen. So, ob wir unten was finden vielleicht. Machen wir heute einfach mal ein bisschen meinen. Die Geräusche werden von dem Skelett und von der Spinne werden auch nicht leiser, ne? Als würden die immer uns verfolgen. Aber ist ja gar nicht möglich, ne? Kohle, wunderbar. So. Und mir wurde auch gesagt, ich soll mal Strip minen gehen. Ja. Ohne Spitzhacke geht das erstens schlecht und zweitens, ich weiß nicht, ach, ich habe immer noch den Sattel, das ist ja auch sehr schön. Ich weiß nicht, ob das vielleicht für euch ein bisschen zu langweilig ist, wenn ich die ganze Zeit nur in eine Richtung meine. Deshalb habe ich das bisher noch nicht gemacht. Okay, nicht aus dem Grund, ganz einfach aus dem Grund, weil ich nicht drauf gekommen bin. Wir könnten natürlich Strip minen. Da würden wir wahrscheinlich auch vielleicht mehr Ressourcen finden, sprich Kohle und vielleicht auch Diamanten, wer weiß. Aber ja. Also ich weiß nicht, ob das für euch zu langweilig ist. Wenn ihr das wollt, dann könnt ihr es mal gerne in die Kommentare schreiben. Dann können wir zwar weiter hier in unserem Let's Play, kommen wir zwar ein bisschen weiter, dann haben wir mehr Ressourcen. Allerdings ist das natürlich auch ein bisschen recht eintönig, Strip Mine. Aber gut, wenn ihr das wollt, schreibt das mal in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Ah, endlich! Die Sonne geht auf. Das finde ich ja wunderbar. So. Jetzt ist es weg. Wow, ah, ich dachte jetzt schon, die springt auf unseren Kopf, aber die sind ja lieb geworden am Tag. Ich höre immer noch das Skelett, das ist scheiße. Ich glaube, ich lasse hier mal ein Loch. Hier so. So, wo ist das so? Ah, da ist es. Wieso verrennt das nicht? Ja, natürlich, ist ja klar. So, du gehst jetzt erstmal weg. So. Ja, ich glaube, ich lasse hier erstmal so ein kleines Loch, damit wir auch das wiederfinden, weil da unten war noch ein bisschen Kohle. Und ich glaube, wir wollten ja hier ein bisschen in die Berglandschaft gehen. Und die schöne Natur hier hinten bewundern. Das machen wir auch gleich mal. Entschuldigung, wenn wir jetzt den meisten Teil der Folge, okay, sie ist ja noch lange nicht vorbei, aber wir haben jetzt natürlich einen großen Teil auch erstmal wieder hier in der Höhle verbracht. Dazu ist ein Bett besonders gut, um die Zeit mal zu überspringen, zu überbrücken. Mit sinnvollen Sachen wie Schlafen oder so ähnlich. So, einfach hier rüber springen, immer so ein bisschen. So, Schweine müssen wir nicht töten, wir haben hier ein bisschen genug Essen. So, es sieht ja auch sehr cool aus mit dem Wasserfall hier so. Mit dem Möchtegern-Wasserfall. So, und ansonsten, sind ja natürlich alles sehr viele Berge und so und auch sehr viele Höhlen, sehe ich hier gerade so ein bisschen. Hier ist überall so dunkel. Sieht ganz cool aus. Und ich guck mal, wie weit wir jetzt hier auf der Karte sind. Wir erkunden die aber relativ schnell, ne? Bei der letzten Map habe ich länger gebraucht, aber okay. Na egal, laufen wir mal in die Richtung. Wobei die Richtung ist da hinten schon Schluss, das können wir da schon sehen. Wir können ja mal da längs laufen und dann nach links gleich. Nach links abbiegen. Mal sehen, was da kommt. Da kriegen wir bestimmt auch ganz tolle Sachen mit. Hier ist bestimmt was los. Boah, auf jeden Fall ist hier was los. Auf jeden Fall.
Nämlich, hier sieht es auch wieder, schon wieder sehr karg aus. Ich würde mich sehr über eine Schlucht im Boden nochmal freuen. Das sieht sehr cool aus immer. Da würde ich mich auch sehr freuen nochmal, würde ich sowas finden, ne? So. Aber die Welt hier ist relativ abstrakt, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Hier ist das Gebirge und so, also ist aber eigentlich schon abstrakt hier. Wo sind wir denn eigentlich? Ja, aber eigentlich gar nicht so der Ort für abstrakte Sachen, ne? Ich meine, ist noch relativ in der Mitte der Map. Okay, am Rande, aber trotzdem muss das ja nicht sein, ne? Weltengenerator. Und das hier muss auch nicht sein. Das hier ist unnötig. So. Ist doch besser so. Da haben wir noch eine Höhle. Na gut, so halb, ne? Ne, aber hier ist wirklich eine Höhle. Sehr schön. Tja, leider können wir da nicht rein, da wir keine. Okay, wir könnten rein, aber das bringt uns nichts, weil wir keine Spitzhacke haben. Ja. Höhlengeräusche sehr atmosphärisch, aber auch sehr gruselig. Weil man sie nicht erwartet. So, da hinten kommen wir wieder zu einem Schneebiom. Das kann ich auch ganz gut sehen. Auch auf der Karte sieht man das. Ja, ich würde sagen, wir gehen aber einfach erstmal in die Richtung hier. Alles gut. So, bisschen sprinten. So. Ja, was wollen wir machen? Also eigentlich rennen wir wie in der letzten Folge auch ein bisschen ziellos hier rum. Allerdings können wir ja hier mal eigentlich nach Hause wieder gehen. Ich meine, wir haben jetzt, was haben wir hier geschafft? Wir haben einen Sattel geholt. Und ja. Mehr aber auch nicht. Was ist denn hier los? Ich mach den ja mal kurz weg. Wow. Was ist das denn für ein cranky Shit, ey? Den Platz sollten wir uns merken. Wo ist denn der? Das ist eine ganz kleine Fuge in der Mauer drin im Berg. Das sollten wir uns wirklich mal merken, aber ich glaube, das schaffe ich eh nicht. ja. Hier am Ende der Welt ist aber. Das sieht ganz cool aus, ne? Hier haben wir noch so eine. Hier ist zwar schon ein bisschen Schluss, aber da hinten geht es noch weiter so ein bisschen. So eine Biegung, sage ich jetzt mal. Alles sehr cool. Muss ich schon sagen. So, und was haben wir denn da hinten? Das sieht so komisch aus. Ich wollte eigentlich nach unten gucken, danke. Und es ist gerade Mittag. Und wir haben noch keinen Hunger verloren. Das ist auch sehr gut. Wir sind gerade auf Sparmode, auf den Energiesparmodus. Und da ist noch eine Höhle. Also hier sind ja total viele Höhlen eigentlich auch. Das ist sehr schön, unter anderem. Ja, nee, hier ist einfach nur Erde. Das sah eben so komisch aus. Weil es hier so geglättet ist. Und da ist der Dschungel. Und da ist ein schwebender Block. Das ist auch immer sehr cool. Das ist immer eine meiner Lieblingssachen, die ich hier gerne in der Welt finde. So. Aber gehen wir mal wieder ein bisschen zurück. Ich sprinte mal so ein bisschen. Wobei ich setze Sprinten nicht allzu oft ein, da man wirklich sehr viel Hunger verliert dadurch. Aber man spart auch eine Menge Zeit. So. Aber ein bisschen Sprinten kann nicht schaden. Das ist wohl richtig. So, wieder im Dschungel, mein Lieblingsbiom. Ach, ich liebe es. Immer wenn ich in so einen Dschungel komme, ich finde es einfach immer wieder schön. So, wir sollten uns jetzt langsam mal wirklich einen Hund zulegen. Wir sollten uns nur mal ein Gehege da unten bauen für die Hunde und Katzen und sowas. Und ich glaube, wir haben wieder ein paar Fäden. Genau, damit könnten wir uns jetzt eigentlich schon eine Angel basteln. Also für den nächsten Ozelotsch. Und wo sind wir hier gerade? Okay, müssen bald bei unserem Baumhaus sein. Wir müssen weiter nur in die Richtung gehen. Hier ist auch noch eine Höhle, die sollten wir uns auch mal angucken. Also im Dschungel haben wir auch noch ein paar Höhlen. Hoffentlich sind die auch ein bisschen größer als die letzten. Die letzten waren mir leider etwas zu winzig. So Mikrohöhlen, die mag ich gar nicht, ne? Die habe ich gar nicht lieb, die Dinger. So, hier runter vielleicht nochmal. Gut, hier sind wir wieder in einem Wald. Ich glaube, wir wollten in diese Richtung. Exakt, wir wollten in die Richtung. Genau, dann kann unser Baumhaus auch nicht weit mehr sein. Ich glaube nicht. Ich glaube, da hinten sehe ich schon. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Okay, ich glaube aber irgendwo hier muss es sein. Irgendwo hier ahne ich es nämlich. Ich glaube, da ist es genau. Da oben irgendwo. Da ist es. Doch, ich habe mich doch nicht getäuscht. So, ich bin wieder da. Ja, der Speicherplatz war auf dem Computer voll. Wurde mir eben angezeigt, da war so eine Meldung. Ich dachte so, hä, was ist jetzt los? Da stand, die Aufnahme wurde vorzeitig unterbrochen. Und ich weiß jetzt genau nicht, was los ist. Ja, die Folge ist jetzt auch schon um, wie ich gerade sehe. Das passt eigentlich gerade ganz gut, weil ich müsste jetzt eigentlich erstmal gucken, was ist hier genau auf der Festplatte nicht stimmt, was da los ist, weil der Speicherplatz ist angeblich voll. Aber irgendwie kann das gar nicht sein. Ja, so irgendwie. Ich weiß jetzt auch nicht, was da los ist. Da sollen angeblich nur noch 1,2 Gigabyte oder so frei sein. Und ich muss mal gucken, wie das jetzt läuft. Deshalb in Anführungsstrichen brechen wir die Folge hier ab, da die Folge eigentlich jetzt auch schon rum ist, zeitlich her gesehen. Und ja, deshalb muss ich jetzt erstmal ganz gucken, gleich, was denn jetzt überhaupt los ist. Und dann, ja, wir sind jetzt wieder zu Hause in unserem trauten Heim mit unserem schönen, mit unserer schönen Küche, unserem Panoramafenster. Es ist alles wunderbar. Und ja, da muss ich mir jetzt gleich erstmal angucken, was denn da jetzt das Problem ist. Die Sonne geht auch langsam unter. Und ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt zum sagen. Ich bin Jalapentras und tschüss. So verrennt das nicht. Ja, natürlich, ist ja klar. So, du gehst jetzt erstmal weg. So. Ja, ich glaube, ich lasse hier erstmal so ein kleines Loch, damit wir auch das wiederfinden, weil da unten war noch ein bisschen Kohle. Und ich glaube, wir wollten ja hier ein bisschen in die Berglandschaft gehen. Und die schöne Natur hier hinten bewundern. Das machen wir auch gleich mal. Entschuldigung, wenn wir jetzt den meisten Teil der Folge, okay, sie ist ja noch lange nicht vorbei, aber wir haben jetzt natürlich einen großen Teil auch erstmal wieder hier in der Höhle verbracht. Dazu ist ein Bett besonders gut, um die Zeit mal zu überspringen, zu überbrücken. Mit sinnvollen Sachen wie Schlafen oder so ähnlich. So, einfach hier rüberspringen, immer so ein bisschen. So, Schweine müssen wir nicht töten, wir haben hier ein bisschen genug Essen. So, es sieht ja auch sehr cool aus mit dem Wasserfall hier so. Mit dem Möchtegern-Wasserfall. So, und ansonsten, sind ja natürlich alles sehr viele Berge und so und auch sehr viele Höhlen sehe ich hier gerade so ein bisschen. Hier ist überall so dunkel. Sieht ganz cool aus. Und ich guck mal, wie weit wir jetzt hier auf der Karte sind. Wir erkunden die aber relativ schnell, ne? Bei der letzten Map habe ich länger gebraucht, aber okay. Na egal, laufen wir mal in die Richtung. Wobei die Richtung ist da hinten schon Schluss, das können wir da schon sehen. Wir können ja mal da längs laufen und dann nach links gleich. Nach links abbiegen. Mal sehen, was da kommt. Da kriegen wir bestimmt auch ganz tolle Sachen mit. Hier ist bestimmt was los. Boah, auf jeden Fall ist hier was los, auf jeden Fall. Der hier sieht es auch wieder, schon wieder sehr karg aus. Ich würde mich sehr über eine Schlucht im Boden nochmal freuen. Das sieht sehr cool aus immer. Da würde ich mich auch sehr freuen nochmal, würde ich sowas finden. So. Aber die Welt hier ist relativ abstrakt, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Hier ist das Gebirge und so, also ist aber eigentlich schon abstrakt hier. Wo sind wir denn eigentlich? Ja, aber eigentlich gar nicht so der Ort für abstrakte Sachen, ne? Ich meine, ist noch relativ in der Mitte der Map. Okay, am Rande, aber trotzdem muss das ja nicht sein, ne? Weltengenerator. Und das hier muss auch nicht sein, das hier ist unnötig. So. Ist doch besser so. Da haben wir noch eine Höhle. Na gut, so halb, ne? Ne, aber hier ist wirklich eine Höhle. Sehr schön. Tja, leider können wir da nicht rein, da wir keine. Okay, wir könnten rein, aber das bringt uns nichts, weil wir können. Keine Spitzhacke. Unter der Erde geht es weiter mit Let's Play Minecraft Xbox 360 Edition. Und ja, wir haben uns ja hier unter der Erde verschanzt, weil wir uns keine Behausung mehr suchen konnten. Und ich höre da oben echt Schritte im Sand. Das heißt, da oben sind ehrlich irgendwelche Zombies oder so, weil aber ich höre keine Geräusche oder so. Ja, armselig ist das halt hier so unten so ein bisschen, aber was wollen wir tun, ne? Ich glaube, ich guck mal ganz kurz nach. Hallo? Hallo? Hallo. Sobald da jetzt irgendwer ankommt, ne? Ich schwöre, ich mach das Ding wieder zu. Sobald da irgendwer ankommt. Ich muss nämlich auch wissen, wann es ein Tag und wann es Nacht wird. Aber ich glaube, ich muss mal gucken.
Genau, also der Mond steht gerade erst auf. Das heißt, wir haben. Hilfe! Ah! Oh nein, 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 nein. Puh, ja, nee, da war. Hab ich jetzt wahrscheinlich auch gehört, das Skelett. Unser Schwert ist irgendwie so dunkel. Kann das sein? Irgendwie schon. So, was wollen wir hier unten machen? Wir haben hier unten echt gar nichts. Wir können hier nicht mal einen Kaktus hinstellen, so ein bisschen verschönern. Ich weiß gar nicht, was wir unten machen wollen. Es ist da über unserem Kopf, das Skelett. Ah, ich will hier raus, Platzangst. Naja, was wollen wir hier groß tun unten? Ich bin mir da gar nicht so sicher, was wir unten tun wollen. Aber es ist genau über uns, glaube ich. Es ist genau über uns. Wir können durch uns durchsehen. Sehr schön. Wie wir auch eingequetscht sind, ne? Das mit dir in Sicht lieber. Es ist genau über uns. Ganz leise, sonst entdeckt es uns. Ganz leise, leise, leise. Silent. Ganz ruhig, ganz leise. Psst. Der kleinste Laut und es wird uns siffen. Es kommt aus der Richtung. Ich habe es gehört. Jetzt ist es dort. Es sucht uns. Es scheint dort noch andere Lebewesen zu sein. Sind es nette oder böse? Ich weiß es nicht. Schweine, Kühe oder Zombies und Skelette. Ein Skelett ist zumindest über uns. Ich glaube, da war gerade eine Spinne, oder? Ich finde es sehr schön, dass man die auch einsammeln kann, die Pfeile. Das gab es ja auch nicht immer. Das wurde ja auch erst geupdatet. Ja, da oben ist noch eine Spinne, na geil. Ich bin hier unten ganz allein. Oh, Stein. Man weiß ja nie. Oh, 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 das war Eisen. Nee, ich wollte gerade sagen, man sollte nie nach unten graben gerade. Sollte man auch nicht, das rate ich euch auch nicht. Ich bin kein Vorbild. Okay, ansonsten haben wir nichts. Wir können ja ein bisschen minen gehen. So, ob wir unten was finden vielleicht. Machen wir heute einfach mal ein bisschen minen. Die Geräusche werden von dem Skelett und von der Spinne werden auch nicht leiser, ne? Als würden die immer uns verfolgen. Aber ist ja gar nicht möglich, ne? Kohle, wunderbar. So. Und mir wurde auch gesagt, ich soll mal Strip Minen gehen. Ja. Ohne Spitzhacke geht das erstens schlecht und zweitens, ich weiß nicht, ach, ich habe ja immer noch den Sattel, das ist ja auch sehr schön. Ich weiß nicht, ob das vielleicht für euch ein bisschen zu langweilig ist, wenn ich die ganze Zeit nur in eine Richtung meine. Deshalb habe ich es bisher noch nicht gemacht. Okay, nicht aus dem Grund, ganz einfach aus dem Grund, weil ich nicht drauf gekommen bin. Wir könnten natürlich Strip Mine. Da würden wir wahrscheinlich auch vielleicht mehr Ressourcen finden, sprich Kohle und vielleicht auch Diamanten, wer weiß. Ja. Also ich weiß nicht, ob das für euch zu langweilig ist. Wenn ihr das wollt, dann könnt ihr es mal gerne in die Kommentare schreiben. Dann kommen wir zwar weiter hier in unserem Let's Play, kommen wir zwar ein bisschen weiter, dann haben wir mehr Ressourcen. Allerdings ist das natürlich auch ein bisschen recht eintönig, Strip Mine. Aber gut, wenn ihr das wollt, schreibt das mal in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Ah, endlich! Die Sonne geht auf. Das finde ich ja wunderbar. So. Jetzt ist es weg. Wow, ah, ich dachte jetzt schon, die springt auf unseren Kopf, aber die sind ja lieb geworden am Tag. Ich höre immer noch das Skelett, das ist scheiße. Ich glaube, ich lasse hier mal ein Loch. Hier so. So, wo ist das doof? Ah, da ist es. Wieso? Wahrscheinlich, als wir nach draußen geguckt haben, um zu gucken, wo der Mond steht, hat es uns gesehen. Es hat uns erspäht. Aber... Vielleicht
Vielleicht sollten wir hier wirklich. Wir müssen aufpassen. Wir müssen ganz ruhig sein, sonst kommt das hier oben durch. Können wir hier durchschießen? Nee, das hat es gehört. Hahaha. Aber ich krieg das. Ich kann das nicht einsammeln, das dem Pfeil, das ist. Hey. Mach mal. So. Wieso kann ich den nicht einsammeln? Oh. Ah! Da war's. Habt ihr es gesehen? Ah, verdammt. Ich dachte jetzt schon. Es weiß ganz genau, wo wir sind. Okay, aber solange es da oben bleibt, ist es ganz gut, weil dann wissen wir, wann die Nacht vorbei ist. Sobald man nämlich irgendein Knistern hört von und Knochen knacken, da dann das Skelett verbrennt. Das ist ganz gut. Aber es sitzt da ehrlich oben eiskalt rum, ne? Das wartet da wirklich. Ah, ja, zusammengequetscht auf einem Block. Auf einem Quadratmeter, sage ich ja immer so gern. Wobei, soll das ein Quadratmeter darstellen? Ich finde, realistischer ist es, wenn ein Quadratmeter... Nein! Es ist dunkel. Ich glaube eher, das hier ist mal ein Quadratmeter, oder? Ich würde sagen, das hier ist so ein Quadratmeter. Würde ich mal so behaupten. Ganz grob gesagt. Aber jetzt haben wir mehr Platz auf einem Quadratmeter als auf einem Block. So. Und hier ist Gras. Das bedeutet, wenn wir das wegmachen, dann müssen wir ein Skelett sehen. Nee, doch nicht. Oh, doch. Doch, tun wir. Da war auch, glaube ich, eine Spinne, oder? Ich will das gar nicht wissen. Oh, das ist ein bisschen fail gerade gewesen. Wir können es ja auch nicht wegschleichen, denn wir müssen die ganze Zeit hier durchgraben und irgendwo mit Hoffnung, dass wir irgendwo nicht irgendwo hier Monster uns begegnen. Tja, unter der Erde halt, ne? Oh, ein Wurm! Ah, die spannendste Sache, die man hier unten finden kann. Das gibt's doch nicht, wann ist denn das Ding endlich mal weg? Zack, komm! Ja. Höhlengeräusche sehr atmosphärisch, aber auch sehr gruselig. Weil man sie nicht erwartet. So, da hinten kommen wir wieder zu einem Schneebiom. Das kann ich auch ganz gut sehen. Auch auf der Karte sieht man das. Ja, ich würde sagen, wir gehen aber einfach erstmal in die Richtung hier. Alles gut. So, bisschen sprinten. So. Ja, was wollen wir machen? Also eigentlich rennen wir wie in der letzten Folge auch ein bisschen ziellos hier rum. Allerdings können wir ja hier mal eigentlich nach Hause wieder gehen. Ich meine, wir haben jetzt, was haben wir geschafft? Wir haben einen Sattel geholt. Und ja. Mehr aber auch nicht. Was ist denn hier los? Ich mach den ja mal kurz weg. Wow. Was ist das denn für ein cranky Shit, ey? Den Platz sollten wir uns merken. Wo ist denn der? Das ist eine ganz kleine Fuge in der Mauer drin im Berg. Das sollten wir uns wirklich mal merken. Aber ich glaube, das schaffe ich eh nicht. ja. Hier am Ende der Welt ist aber... Das sieht ganz cool aus. Ne? Hier haben wir noch so eine... hier ist zwar schon ein bisschen Schluss, aber da hinten geht es noch weiter so ein bisschen. Das ist eine Biegung, sage ich jetzt mal. Alles sehr cool. Muss ich schon sagen. So, und was haben wir denn da hinten? Das sieht so komisch aus. Ich wollte eigentlich nach unten gucken. Danke. Und es ist gerade Mittag. Und wir haben noch keinen Hunger verloren. Das ist auch sehr gut. Wir sind gerade auf Sparmode, auf den Energiesparmodus. Und da ist noch eine Höhle. Also hier sind ja total viele Höhlen eigentlich auch. Das ist sehr schön, unter anderem. Hier ist einfach nur Erde. Das sah eben so komisch aus, weil es hier so geglättet ist. Und da ist der Dschungel. Und da ist ein schwebender Block. Das ist auch immer sehr cool. Das ist immer eine meiner Lieblingssachen, die ich hier gerne in der Welt finde. So. Aber gehen wir mal wieder ein bisschen zurück. Ich sprinte mal so ein bisschen. Wobei, ich setze Sprinten nicht allzu oft ein, da man wirklich sehr viel Hunger verliert dadurch. Aber man spart auch eine Menge Zeit.
So. Aber ein bisschen sprinten kann nicht schaden. Das ist wohl richtig.